Kantonspolizei Thurgau sammelt Waffen. Und zwar solche, die nicht mehr erwünscht sind, gewöhnliche Waffen, wo Leute daheim sind. Für das hat sie extra eine Waffensammelaktion. Und bei mir ist jetzt der Matthias Graf von der Kantonspolizei Thurgau. Matthias Graf, wieso braucht es überhaupt so eine Sammelaktion? Ja, 2009 und 2013 hat die Kantonspolizei Thurgau schon so eine Sammelaktion durchgeführt. Die war sehr erfolgreich und man hat gemerkt, die Bevölkerung möchte das. Sie ist froh, wenn sie Waffen, die sie nicht mehr brauchen, sicher abgeben bei uns. Und ich glaube, das ist völlig unbürokratisch. Kann man dort eine alte Waffe oder eine unerwünschte Waffe vorbeibringen? Genau, das ist richtig. Sie können da vorbeikommen, Sie können Ihre Waffe oder Munition da bei uns abgeben, ohne irgendwelche Formulare. Wir gehen jetzt noch mal rein, schauen, was heute bis jetzt hier in Zambriswil schon so zusammengekommen ist. Was sind das für Leute, die hier vorbeikommen? Ja, das sind vor allem ältere Personen, die vielleicht ihre Waffen, sei es alte Ordnanzwaffen, schon lange daheim rumliegen haben und jetzt endlich möchten die loshaben oder entsorgen, und zwar fachgerecht durch die Spezialisten von uns. Oder es sind eben Personen, die vielleicht von einem Todesfall betroffen sind und müssen eine Wohnung oder ein Haus räumen und dort Waffen gefunden haben und nicht wissen, was mit diesen Waffen jetzt weitermachen sollen. Jetzt hat es da hinten so Kisten, ganz verschiedenes Zeug. Ich würde meinen, wir gehen zuerst zu den grössten Sachen. Ja, Matthias Graf, da sehen wir einen Haufen Waffen, die hier zusammengekommen sind. Aber ich glaube, es ist weniger als in den vergangenen Jahren. Ja, tatsächlich so. Klar, es ist jetzt die erste Aktion. Das Jahr findet dann in 2 Wochen einmal eine statt. Aber bis jetzt, wenn wir Bilanz ziehen können, es ist schon ein bisschen weniger als die vergangenen 2 Mal. Und da sieht man wieder das typische Bild, das wir auch schon die letzte Zeit immer hatten. Also, das ist das meiste, was abgegeben worden ist. Das sind alte Ordnanzwaffen. Also, wir haben hier zum Beispiel ein Karabiner, das ist eigentlich das meiste, was dann gebraucht wird. Eben ältere Personen, die das lange haben wollen, daheim behalten, aber jetzt keinen Nutzen mehr sehen und das bei uns können sie sicher entsorgen. Und teilweise kommen ja glaube ich, auch Zeug zurück, wo kaputt ist, also das funktioniert gar nicht mehr. Ja, sicher. Es hat natürlich auch Waffen, wie wir jetzt gerade hier auch noch sehen, die bereits stark beschädigt sind. Oder ein altes Sturmgewehr 57, das nicht mehr ganz vollständig ist. Man sieht es hier, wo dann eben bei uns abgegeben wird. Und meine, zu einer Waffe gehört ja vielfach auch Munition. Da kommt auch ein Haufen zusammen. Ja, das ist richtig. Ja, wie ist jetzt da heute, wenn wir hier runterschauen? Genau, da haben wir schon etwa 7'000 Stück Munition. Bis jetzt, das 7'000? Also ich stelle mir das noch viel vor. Ja, es tönt sicher noch sehr viel, aber jetzt, wenn man mit anderen Aktionen vergleicht, ist es doch nicht so viel. Wir sehen aber ganz verschiedene Munition. Eben zum Teil sind es Leute, die es vorbeibringen, weil sie einfach keinen Nutzen mehr haben oder das möchten gerne loshaben. Aber zum anderen Teil sieht man hier in den hintersten Kisten eben auch Munition, die zum Teil 50 Jahre schon in einem Keller rumgelegen ist und die sind meistens dann nicht mehr funktionstüchtig. Also das ist jetzt hier in dem Sinn nicht gefährlich? Nein, die Spezialisten hier von der Kantonspolizei Thurgau, die sind von der Waffenfachstelle, die schauen das natürlich genau an und schauen, dass da sicher nichts passieren kann. Da unten haben wir noch ein ganz grosses Geschütz. Mir ist gesagt worden, eine Granate. Ja, das ist richtig. Das ist ein relativ grosses Kaliber von einer Granate. Die ist aber auch nicht gefährlich. Darum steht sie ja nur so durch. Die ist nicht gefüllt. Okay, gut. Und dann haben wir noch nicht nur Waffen und Munition, sondern auch Sprengsätze. Ja, das ist richtig. Also eben nebst Waffen und Munition oder auch Waffenbestandteil kann man auch Sprengstoff abgeben. Sprengstoff, das tönt jetzt im ersten Moment noch etwas gewaltig Gefährlichem. Aber wenn man jetzt hier in die Kiste schaut, sieht man gerade hier in der linken Kiste, das sind sogenannte Sprengkapseln, die hier abgegeben worden sind. Die einen sind gerade unter dem Plastik ausgelaufen oder durch ein Nest, wo abgegeben worden sind. Und da sieht man halt auch, was auch eben zu Sprengstoff gehört, eben da auch so einen Vulkan, wo jetzt gerade gesagt worden ist, der ist nass geworden leider, der hat sie nicht mehr können brauchen und darum auch bei uns vorbeigebracht. Also das sind auch die Leute teilweise, die kommen eben noch gerne vorbei, weil sie eben vielleicht auch ein bisschen unsicher sind, kann ich jetzt das einfach nicht in die Kehricht reinwerfen. Genau, sie sind eigentlich froh, können sie es hier vorbeibringen, dass sie wirklich wissen, dass es sicher ist, dass es auch fachgerecht entsorgt wird. Und bis jetzt ist auch wieder das Feedback, das ja sehr positiv. Das nimmt mich noch Wunder, fachgerecht entsorgen. Was passiert schlussendlich mit diesem Gewehr, mit dieser Munition, mit dem Sprengstoffzeug? Was passiert da? Ja, selbstverständlich kommen die alten Waffen nicht mehr in den Handel. Also die werden durch uns fachgerecht entsorgt. Das passiert bei einer Recyclingfirma. Die Waffen, die man hier
Kisten sehen, die werden durch den Schredder gelassen, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals, dass wirklich am Schluss nur noch kleinste Teile vorhanden sind, wo dann eigentlich reines Altmetall ist. Da schauen mehrere Leute so, oder gibt man einfach die Waffe jemandem von dieser Recyclingfirma in die Hand? Nein, selbstverständlich nicht, werden die einfach so übergeben, sondern da sind Polizisten von der Fachstelle von der Kantonspolizei Thurgau vor Ort, die das überwachen. Ihr habt es angedeutet, es gibt noch einen zweiten Waffensammelaktionstag, und zwar in 2 Wochen. Das ist richtig, ja. Das ist am Samstag, auch am 25. November, beim Polizeikommando in Frauenfeld. Zur gleichen Zeit, also vom 9. bis am 1. kann man auch wieder Waffen, Munition oder Sprengstoffe abgeben. Und wie ist es denn sonst, wenn man jetzt die Tage verpassen und gleich daheim etwas finden und das einfach will loshaben? Muss ich dann wieder ein paar Jahre warten, bis es wieder so einen Tag gibt? Oder wie sieht das aus? Nein, selbstverständlich nicht. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auf einem Polizeipost im Kanton Thurgau ihre Waffen oder Munition abzugeben. Und da kommt man jetzt nicht gerade dran, wenn man so etwas zurückbringt? Nein, überhaupt nicht. Das ist ja eigentlich das Ziel auch, dass wir gesagt haben, wir möchten der Bevölkerung bieten, dass sie ganz unbürokratisch die Waffen abgeben. Danke vielmals, Matthias Graf von der Kantonspolizei Thurgau, für diesen Einblick. Danke Ihnen.